Ori bați în fi că n-am timp să răspund la tot felul de aberații, ei. Yo, și când mă sunt toți frații și din nou a venit timpul să facem ele senzații, ei. Prea multe idei îmi vin, nu mai pot să scap. Baske la Freund, ich ist Beatrice. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute werden wir was ganz, ganz Süßes machen. Natürlich, wie es sich gehört, da wir uns gerade in der Faschingszeit befinden, natürlich, was darf nicht fehlen? Krapfen. Manche nennen es aber auch Berliner. Ist jetzt abhängig auf den Ort, wo wir sind gerade. Also hier in München auf jeden Fall wird sehr oft Krapfen benutzt. Und gerade gibt es auch im Sortiment etwas außergewöhnliche Richtungen. Deshalb werden wir sie jetzt zusammen austesten, schauen, welche leckerer ist, ob es sich lohnt überhaupt. Draußen natürlich Tornado kurz. Jetzt gehen wir zu einem sehr, sehr beliebten Bäcker bei uns, Richard. Es ist jetzt nicht dieser Name, es heißt einfach so. Wir haben einfach spezielle Sorten gerade. Habe ich gestern gesehen, so beim Durchlaufen. Schauen wir mal, was wir finden. Das Gute ist, es ist hier genau am Bahnhof. Ja, wir sind es direkt. Also auf jeden Fall, das will ich ausprobieren. Es nennt sich einfach Kokos-Mango-Krapfen. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Natürlich bin ich immer noch Diät, was glaubt ihr? Aber heute machen wir eine Ausnahme für euch, auf jeden Fall. Heute, ich bin überwältigt einfach, so, keine Ahnung, gibt es so irgendwas auf Diät oder so, so mit Luft innen drin? Nein? Okay. Was empfehlen Sie? Kokosmango. Kokosmango? Auf jeden Fall. Wie seid ihr auf jeden Fall auf YouTube deshalb? Wir probieren die aus. Leute, ich bin so ein Fettsack, ich sag's euch ehrlich. Der dachte sich so, what the fuck, was kauft sie so? Ich habe auf jeden Fall Hunger, aber so Hunger auch nicht. Und vor Süßes gerade gar nicht. Aber wir machen das einfach für euch. Wir testen einfach drei der beliebtesten Krapfen aus. So Leute, jetzt haben wir einen guten Platz gefunden eigentlich. Guten Platz mit ein bisschen Sturm, aber egal. Auf jeden Fall. Hier haben wir unser schönes Diabetes-Packung. Okay. Wie beim letzten Mal auf jeden Fall sehr viel Karton. Okay, fühlt es sich an wie Weihnachten einfach. Einmal Weihnachten holen. Okay, krass, krass. Nein, nein. Also die Diät läuft sehr gut auf jeden Fall, Leute. Das ist ehrlich. Okay, sehr, sehr krass. Leute, schaut euch das an. Die rote ist mit Himbeere. Die haben es einfach Himburger genannt. Warum wissen wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall sieht es sehr, sehr krass aus, muss man sagen. Die grüne einfach, Pistazie. Der Verkaufsmann hat es empfohlen, deshalb dachte ich mir, wenn er es sagt, dann muss bestimmt gut sein, auf jeden Fall. Und diese neue Mango-Nuss oder Kokos, ungefähr so Krapfen, auch ganz, ganz gut. Sieht sehr saftig aus, riecht sehr süßlich. Auf jeden Fall, Himbeere ist da. Sehr, sehr krass, Leute. Also, die Himbeere einfach auf der Oberfläche spürt man 100%. Und sehr, sehr fruchtig. Also, konsistent, super cremig innen drin. Hat so eine Mascarpone-Creme. Die ist jetzt nicht so süß, finde ich sehr gut, weil die Glasur obendrauf schon süß ist. Deshalb noch mehr Süße brauchen wir nicht. Nee. Wir machen jetzt einfach in Hälfte. Schaut euch das an, ich habe sie auseinandergenommen einfach. Wortwörtlich. Es hat ein bisschen Himbeerfüllung drin. Finde ich ganz gut. Noch mehr natürlich wäre noch besser gewesen, saftiger. Leute, mit mir ist einfach ein Kind. Wenn ihr Waldfrüchte mögt, würde ich euch die sehr, sehr empfehlen. 9 von 10. Gut, wir gehen weiter, bevor wir so einen Zuckershop kriegen. Ich spüre ihn einfach schon. Pistazie. Obendrauf natürlich befinden sich ein paar Stückchen Pistazien. Finde ich gut. Für den Dekor sehr hübsch. Schauen wir mal. Der bewegt sich schon. Okay. Sehr cremig. Das ist irgendwie cremiger als die andere.
alles klar. Das ist einfach eine Torte, Leute, das ist kein Krapfen mehr. Oha! Übertreib! Die enthält auf jeden Fall viel mehr Creme in den Trainern als die andere. Finde ich besser, ehrlich gesagt. Cremiger ist immer besser. Die haben auch so ein leichtes Rumsirup, glaube ich, heißt es. Innen drin auf jeden Fall. Macht alles einfach etwas interessanter, auch vom Geschmack her. Finde ich schon mal besser als die andere, obwohl ich schon mehr Himbeere mag. Aber wegen dieser Creme irgendwie macht alles besser. Also wenn ihr Pistazie liebt einfach, das wird euch einfach so kurz im Himmel einfach bringen. Kann ich euch absichern. Ja, cremiger auf jeden Fall. Cremiger und auch der Teig etwas weicher. Finden wir natürlich besser immer. Ihr seht, ich habe direkt etwas mehr von denen gegessen als der vorige. Leute, ich sag's euch ehrlich, Pistazie, eine 10 von 10 direkt. Nehme ich mit nach Hause. Und zu guter Letzt unsere Überraschung, Mango-Kokos-Krapfen. Sogar diese Bezeichnung hat mich einfach aufmerksam gemacht, den zu kaufen. Auf jeden Fall etwas härter drauf als die anderen. Kurz ein Soundcheck. Ja. V8 Turbo. Boah, die Creme einfach geht schon rüber, wenn ich versuche zu schneiden. Gut, ein bisschen komplizierter zu schneiden. Die Situation hat sich ein bisschen kompliziert hier. Schockiert. Boah, es ist süß. Und ich meine, das Geschmack ist schon sehr tropikalisch. Auf jeden Fall sehr viele Früchte enthalten. Orange drin, Pfirsich. Kokos natürlich drauf gestreuselt, aber das Mango natürlich fühle ich sehr, sehr in der Creme drin. Finde ich sehr gut. Okay, hier drin haben wir aber mehr Frucht. Probieren wir mal den Boden. Sehr fluffiger Boden, muss ich schon sagen. Also, ich will einfach nur den Boden essen. Einfach ganz. Eigentlich, Leute, isst man es mit der Hand, aber da es ein bisschen zivilisierter ausschauen muss, machen wir einfach mit Gabel und Messer. Ist jetzt nicht so optimal, aber für den Video ganz praktisch. Finde ich nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, von allen, das ist schon der fluffigste Teig. Leute, ich spüre schon einfach, wie es mir einfach schlecht geht. Eigentlich in der Pause esse ich immer so Proteinriegel oder gar nichts. Und jetzt diese Überforderung. Naja, auf jeden Fall, ich werde jetzt 2 Liter Wasser trinken, so auf einmal. Und dann geht dieses Gefühl schon weg, hoffentlich. Fazit ist, fluffigste Teig natürlich war der Kokos-Mango-Krapfen. Mit dazu natürlich auch der fruchtigste, der fresheste in town. Der interessanteste natürlich war der Pistazie-Krapfen. Das habe ich nicht erwartet, dass er so gut ist. Natürlich auch mein Lieblings von den drei. Und einer der süßesten natürlich war dieser Himbeerkrapfen. Hat mir jetzt auch gefallen, aber von den drei schon auf Platz 3. Wie es am Anfang ausgeschaut hat und wie es jetzt aussieht, ist so wie ein Erdbeben, eine Erdkatastrophe oder so. Eine Maschine war hier kurz, hat alles auseinandergenommen. Wir verpacken das natürlich wieder in diese Geschenkpapier. Er dachte sich, was mache ich mit der? Verpacke ich mich oder was? Und noch die Struggle. Ja, Geschenke einpacken kann ich, ja. Nicht? Was? Okay. Ja. Das sieht ja aus, wie es mir gegeben hat, oder? Perfekt. Direkt nach der Rumänien spreche ich. Ja gut, Leute, jetzt bin ich kurz müde vom Leben. Müde von diesen Süßigkeiten auf jeden Fall. Jetzt wird für 2 Wochen einfach nichts mehr Süßes gegessen, weil es war einfach zu viel. Mein Zuckerspiegel gerade, ich sehe ihn gar nicht, der ist so hoch einfach. Und heute nur noch Brokkoli mit Spinat essen, ja. Damit ich ein bisschen so balanciere. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die auszuprobieren, aber jetzt nicht alle auf einmal wie ich. Nein, das ist nicht gut. Probiert einfach mal mit einer Freundin oder so mit einer Gruppe. Ihr sagt so, nehmt einfach alle mal so ein Biss und dann seht ihr so, was euch so am besten gefällt. Natürlich wird man sich so überfordert, wenn man da vor dieser Theke steht, welche soll ich nehmen. Nehmt einfach alle. So. Ihr wisst jetzt mein Favorit, Pistazie auf Nummer 1. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr eigentlich diesen Krapfen nennt. Nennt ihr es Krapfen oder Berliner? Ich hoffe, dieses sehr süßes Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne in den Kommentaren Ideen von euch auf, was wir noch machen können. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Betty grüßt euch. Tschüss.